Hallo und willkommen zurück bei Satisfactory. So, wir haben das Ding ja reingemacht. Es ist jetzt noch bei 6 Minuten. Wir werden jetzt nicht großartig viel machen. Denn eventuell muss ich ja neu laden. Wegen dem... Weil das irgendwie dann nicht funktioniert oder sowas. Wir werden jetzt erstmal noch ein paar verstärkte Teile bauen. Damit wir schon mal ein paar haben. Boah. Was kostet denn so ein Kohlekraftwerk? Wir werden ja jetzt zwei bauen. Okay, die können wir ohne Probleme bauen. Alter, die sind riesig. Geil. Ach, guck mal an. Machen wir mal hier ein bisschen Gewebe. Jetzt haben wir auf einmal bei Tier 1 Gewebe gefunden. Ja, da haben wir ja auch schon, ne? Ein Medical. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier auf eine Fernkampfwaffe, oder? Ich glaube, ich muss doch noch ein paar Sachen hier zusammenbasteln. Jetzt verschwende ich ja doch wieder meine ganzen Ressourcen. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal Ressourcen sammeln. Und hoffen einfach nur, dass das funktioniert mit der Platte. Hier machen wir nichts. Wo haben wir Schrauben? In dem haben wir Schrauben, ne? Nehmen wir ein paar mit. Ach ja, wir brauchen jetzt natürlich auch wieder Motoren. Da haben wir aber noch. Ja, haben wir auch genug. Aber Kupferdraht müssen wir noch holen. Der ist oben. Ja, hier sind Kabel, hier ist der Kupferdraht. Da ist gar nicht mal so viel drin. Was ist denn los hier? Alles ausgeschaltet. Na gut, kann sein, dass nachher wieder was ausfällt. Alter. So muss das sein. Hier müssen wir auch noch zumachen. Aua. So war das nicht geplant gewesen. Jetzt haben wir die Knarre. Würde ich sagen, machen wir als nächstes den hier. Das machen wir, das bauen wir uns, wobei wir können uns ja schon mal bauen. Und ein bisschen Munition. Dann probieren wir die am besten auch direkt aus. Ja, wobei, nee, wir probieren die aus, wenn wir das nächste Mal losziehen. Wir müssen ja bald wieder losziehen. Dann probieren wir die auch mal aus. Aber jetzt erstmal nicht. So. Wie sieht's hiermit aus? Dauert noch ein bisschen. Ein paar Sekündchen noch. Braucht der einen Rahmen?
Ja, der braucht Rahmen, okay. Na gut, hier müssen wir noch Motoren bauen und alles. Wow. Biomasse aus Alien-Panzern, nicht schlecht. Biomasse aus Mycelium. Okay. Sind hier eigentlich Unterschiede? Nee. Ah, hier, Gewebe. Mycelium und Blätter. Gewebe brauchten wir ja hierfür. Okay, jetzt Eisendraht. Was ist das hier? Eisenbarren aus Kupfer und Eisen ist ja irgendwie doof. Zweimal das für Schrauben. Das ist eigentlich auch unnütz, ne? Ein Eisendraht. Wobei, dann sparen wir uns hier einen Zwischenschritt, ne? Wir nehmen mal den. Und das Spiel ist nicht abgestürzt. Data on hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Gut, dann brauchen wir jetzt 10 Gewebe. So, wir haben ja hier ein bisschen was. Jetzt brauchen wir noch Blätter, ne? Also wir brauchen 20 Blätter. Sollte ja kein Problem sein. Da kriegen wir direkt ein Holz mit dazu. So. Jetzt kann ich hier eigentlich das Teil hier noch ein bisschen erweitern, ne? Holz. Blätter. Aber wir bauen jetzt erstmal hier oben die Kohlekraft. Machen wir das am besten. Bauen erstmal hier so ein bisschen aus. Okay. Boah, das Ding ist schon riesig, ne?
Habe ich die Säge dabei? Es wäre mal interessant, ob ich den hier wegmachen kann. Ich hole noch mal gerade die Säge. Und dann gucken wir mal, ob wir den Stein wegmachen können. Oh, ich habe keinen Sprit, ey. Ich glaube, es hakt. Dann nehmen wir hier die Dinger auch mal raus, damit die nicht so viel Biomasse schlucken und tun die dann bei der Kohlekraft rein. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das funktioniert. Schade. Vielleicht ein Busch oder sowas? Nee, gar nichts. Schade. Wenn ich ihn einfach da drauf baue. Jetzt haben wir hier drei Stück. So. Ach, Kacke. Dann muss er doch irgendwie mittig sein.
bauen wir den halt noch mal ein bisschen weiter hier hin. Ist okay. So, jetzt passt's auch wieder. So. Jetzt muss ich die nur noch verbinden, ne? So, den einen haben wir hier schon mal. So, weg mit den Blüten. Haben wir schon mal einmal Kohle? Jetzt müssen wir noch ein zweites Mal Kohle hier hinbringen. Und das war da hinten bei den Schrauben. Dann können wir auch das Schraubending wegmachen oder kann man das ausblenden oder sowas? Wäre natürlich praktisch, wenn man es nur ausblenden könnte. Wieso folgen wir eigentlich nicht einfach hier unserem Strom? Ist doch viel einfacher. Ja, genug Ressourcen hätten wir eigentlich dabei. Jetzt haben wir aber unsere Kanone gar nicht mitgenommen. Die wir doch unbedingt ausprobieren wollten. Das wird auf jeden Fall auch ein langes Laufband, sag ich mal so, ne? Es wäre vielleicht einfacher, da hinten ein Kohlekraftwerk zu bauen. Ja, wenn wir da oben auf dem Berg einfach ein Kohlekraftwerk bauen und das mit dem Strommast verbinden, das wäre viel einfacher, als die Kohle jetzt zu unserer Basis zu schaffen. Just saying. Ey, da komme ich doch gar nicht hoch. Ja, okay, doch. Man sieht die Brücke auch schon vom die Rampe vom Weitem. Oh, wir müssen ja gar nicht so weit hoch. Versuchen natürlich auch nicht irgendwie irgendwo durchzubaggen oder so, sondern schon richtig zu bauen. Super Idee. Hui, es wird dunkel. So.
Schön den Weg folgen. Naja, der Vorteil ist, bei so einer langen Strecke, selbst wenn dann der Strom ausfällt und er nicht nachproduziert, hätten wir noch genug auf dem Laufband, um trotzdem ein bisschen Strom noch zu haben. Wobei, wenn es ausfällt, fällt alles aus. Scheiße. Egal. Hier, ich kann auch... Nee, kann ich nicht. Jetzt wollte ich hier auf dem Seil laufen. Lässt er mich nicht. Richtiger Assi. Richtiger Assi. Richtiger Aufzug. Okay, der eine läuft schon. Was hat uns nochmal gefehlt? Die Platten. Haben wir denn noch welche? Bisschen haben wir noch. Und vielleicht gehen wir da drauf und von da drüber. Wäre auch nicht schlecht. Ist ja auch ein schöner Weg. Wir probieren das mal. Aber erstmal müssen wir natürlich da ankommen. Wobei, so weit war es ja nicht mehr. Wir haben ja doch schon relativ weit gebaut. So. Wo haben wir denn? Da unten. So. Dreckshügel, ey. Wie zu lang, ist doch nicht lang. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Probieren es trotzdem. Ob wir da rüberkommen. Das wird, funktioniert sogar. Bis hierhin nicht, aber bis hier wird es klappen. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich
Ja, dann sollte bis hier auf gar keinen Fall ein Problem sein. Kommt sogar hier drüber, perfekt. Das ist nice, dann können wir hier auch drüber. Zu teuer schon wieder. Na gut, wir haben aber auch jetzt einen Verbrauch, du. So. Wir müssen hier auch überall mal so Sprungdinger bauen. Da wird er durch den Felsen bauen, was er nicht soll. Zack. Warte, wir haben doch eigentlich schon bessere Laufbänder, ne? Ach je, das wird teuer. Aber wir müssen eigentlich alles optimieren. Okay, das hier ist voll und hält auch relativ lang. Dann tun wir da jetzt mal drei von den Teilen ran und gucken mal, ob das Laufband voll bleibt. So, wir haben ja noch ein paar Schnecken. Ja, haben wir schon mal 6. Und gucken wir mal, ob wir das bei denen dann wieder reduzieren. Bin mal gespannt, wann hier die Kohle kütt. Zack. Das müsste aber funktionieren. So, wo bleibt mir hier die Kohle? Mist. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Schön am Rand balancieren. So, was ist hier los? Hier Kütze. Wurde aber auch Zeit. So, jetzt brauchen wir noch ein Kohleteil. Den haben wir. Den haben wir auch. Da. Dann schließen wir den auch da an. Dann haben wir dreimal Kohle. So, den reduzieren wir wieder auf 100.
Denn uns gehen ja hier so langsam dann die Biostoffe aus, ne? Müssen wir jetzt ja noch herstellen. Hier ist ja auch gar nichts drin. So, Biomasse aus Alien-Panzern. Alter, das können wir aber ganz schön viel draus machen. Krieg ich gerade nochmal selber was her? Ja, wir müssen ja uns selber auch nochmal die Hände schmutzig machen, ne? Wir können ja jetzt nicht alles hier die Maschinen machen lassen. Es wäre aber cool, wenn es so ein Laufband Sortierer gibt. Das wäre echt cool. Vielleicht gibt es sowas, ja. Stahlbarren. Eine Gießerei. Ach guck mal, sogar ein besserer Dings. Bessere Lagercontainer. Nicht schlecht. Warte, ich habe noch hier. Oder das wird doch easy hier. Den ballern wir da direkt weg. Oder auch nicht. Kann man die nicht irgendwie... Naja. So. Bam, Junge. Hier waren wir bei. So, voll. Voll. Jetzt haben wir sogar alle noch voll gekriegt. Das ist doch gut. So, jetzt erweitern wir den hier mal. Sind alle leer hier, ne? War schade eigentlich. Ich will den eigentlich gar nicht erweitern. Mist, ey. Müll im Inventar. So, jetzt drehen wir den. Beim letzten Mal habe ich mich ja gut vom Drehen gedrückt. Jetzt tun wir ihn drehen. So.
Oh shit. So. Hier machen wir aber auch schon mal zu. Man kann sich auch nicht mehr drücken, ne? Man muss jetzt hier alles gut machen. Na komm. Scheiße. Das Teil wird jetzt ein bisschen größer als geplant. Okay, eigentlich wäre das sogar noch größer. Aber wir müssen doch hier eine Zufahrt lassen. Ja, wir gucken mal. Wir verschieben jetzt erstmal alles nach links. Und gucken mal. Wie das so passt. Okay. Also wir nehmen mal an. Ich setze hier mal einfach die Türen hin. Aus was können wir das denn jetzt alles überhaupt herstellen? So, wir haben einmal Blätter. Holz. Mützel und Alienpanzer, also 4 Stück. Jetzt würden wir hier überall die Container hintersetzen. So, dann haben wir jetzt hier die Produktionsteile. Nicht genug Freiraum, war ja klar. Versuchen das natürlich so eng wie möglich zu machen. Wie
Wieso geht das hier klar, aber hier nicht? Was ist, wenn wir den einen weiter nach hinten setzen? Dann würde das passen. Dann setzen wir den aber auch einen weiter nach hinten. Und noch einen. Zu teuer. Was haben wir denn alles? Na, wir haben eigentlich alles. Es fehlen halt die Barren. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Was haben wir hier? So ein Förderband-Fuser. Tun wir hier den einen Weg, hier den anderen und den tun wir hier hin. So, dann kommt jetzt hier wieder eine Konstruktion hin. Das würde sogar funktionieren, jetzt habe ich mich... Okay, konnte mich befreien. Und nehmen wir mal an, es würde noch einer kommen. Nehmen wir einfach nur mal an. Es käme noch einer. Dann könnte man hier noch einen hinsetzen. Hier wäre dann der Ausgang. Die Foundations vergessen. Alles schön und gut. Aber es nimmt Unmengen an Platz weg. Oder wir machen den einen kleiner.
Wenn wir das so machen würden. Ich meine, es muss ja nicht symmetrisch sein. Wo haben wir denn jetzt? Wo sind die Förderbänder nochmal da bei Logistik? So. Ach, jetzt der aber. Hier muss er hin. Und krieg ich gar nicht so mittig hin. Ist nicht schlimm. So. Das würde gehen, ist aber kacke. Ja, jetzt hier noch eine Konstruktion. Wobei wäre es hier auch nicht besser? Wir machen den nochmal weg. Tu mal so, als wäre jetzt hier der Lagercontainer. Kann ich jetzt hier die Wand schon setzen? Geht das? Ne, wir tun mal so. Das muss er jetzt hier nicht irgendwie... Ist der falsch rum? Stellen wir den nochmal hin. Dann kriege ich aber auch keinen mehr nach hinten. Also ich will jetzt mit zwei arbeiten. Würde nicht funktionieren. Den kann ich aber noch ein bisschen nach hinten machen. Das würde funktionieren. So, dann machen wir hier auch noch einen hin. Hätten wir sogar noch ein bisschen Platz.
So. Biobrennstoff. Biobrennstoff. Die gehen zusammen hier drauf. Hier kommt dann der Biobrennstoff rein. So, wir fangen ganz hinten an. Wir machen jetzt hier Blätter hin. Blätter. Holz. Mizilen. Alienpanzer. Die Außenwände wären eigentlich einfacher von draußen zu machen. Muss ich mich hier nicht durch diesen Dschungel kämpfen. Aber es geht ja eigentlich auch hier relativ schnell. Welche Seite war der? Ich will die ja auch beide richtig rum machen. So. Na, Kacke. Falsch rum. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall hier am Rand was kleiner gemacht. Ist jetzt nur komisch, ne? Hier würde ich jetzt am liebsten eine Säule machen. So, die behalten wir, die brauchen wir vielleicht noch. Aber wir nehmen jetzt mal hier die Alien-Panzer mit. Und tun die da rein. This fabric is suitable for the creation of parachutes. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Ja komm, den machen wir mal zu Ende hier. Jetzt habe ich ein Biomasse. Machen wir zu Ende, weil ich weiß gerade nicht, ob die Ressourcen dann verloren gehen. So. Haben wir auf jeden Fall einige von. Und weggelauncht. So, hier waren die Blätter, ne? Hier war Holz. Hier waren die Myzelien und hier waren die Alienpanzer. Jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt, ich muss jetzt auf die Jagd gehen, wahrscheinlich.
Also erstmal werde ich jetzt hier sammeln. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es auch noch diese anderen Alien-Sachen in Biomasse umgewandelt werden kann. Wir gehen gerade nochmal zurück. Denn wir machen jetzt direkt, während wir hier die Ressourcen sammeln, die dritte Kohle. So, das heißt, wir brauchen noch einen von denen. Teil wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann nehmen wir uns die Waffen mit. Na gut, das hier werden wir wahrscheinlich nicht alles gebrauchen, aber wir werden viele Sachen davon gebrauchen. Jetzt habe ich hier auch noch eine Biomasse. Ja, wir behalten sie einfach. Wenn Inventar voll, dann ist halt Inventar voll. War da irgendwie so, ne? Den haben wir schon. Den haben wir auch. Da lang. Auch wieder 1000 Meter. Ich hätte eigentlich direkt auf dem Weg hin Strommäste bauen können. Aber gut. Machen wir auf dem Rückweg. Hundert sind es nur noch. Das war auf jeden Fall ein bisschen Holz. Da leckt hier direkt alles. So, okay, den halten wir jetzt frei für... Aber wir probieren mal das Schießen. So, wo sind sie denn hier? Die Killer-Gegner. Muss ja jedes, nach jedem Schuss selbstständig nachladen. Wieder rennst du weg. Okay, der ist tot. Also gegen die auf jeden Fall cool. Wow.
Nicht schlecht. Fünfhundert. Boah. Da ist ein Weg runter. Aber gegen die Nahkämpfer nutze ich am besten trotzdem das Nahkampfteil. Junge, Junge. Was ist mit dem anderen? Ist der runtergefallen oder war der tot? Hm. Da war so eine Kappe. Das nur so vor, das ist hier ein bisschen laggy. So, dann gucken wir mal, was das da ist. Bin ich mal gespannt. So, das ist Kalk oder was ist das? Ja. Sieht auch nach Kalk aus. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes, weil das hier so mitten im Wasser ist. Ah, das ist Kupfer. Ja, okay. Alter, hier ist aber auch viel Kohle. Hier scheint viermal Kohle zu sein. Okay, ich lege hier gerade mal die hier beiseite. Oh, jetzt habe ich mich auch noch erwischt. Das ist unfair, 2 gegen 1. Was ist los bei euch? Die schießen genau dahin, wo ich hinlaufen werde. Also wenn ich A drücke, schießen die genau links, wenn ich dann A gedrückt halte, laufe ich genau da rein. Oh shit. Okay, jetzt probiere ich mal, die da klein zu sägen. Ich leg jetzt mal hier ein paar Sandsäcke hin.
bin ich mal gespannt. Okay. Was legen wir denn weg? Ach, scheiß auf die Blätter. So, hier ist einmal Kohle. Hier ist auch nochmal Kohle. Den kann ich auch noch nicht nutzen, weil hier so ein Teil drauf ist. So ein Stein. Mach's mal so. Hi. Ich habe ihn gestreichelt und er läuft weg. So, wo war das jetzt hier? Hier drüben. Hier ist einer, den kann man auch direkt nutzen. Und hier. Nice. Also hier habe ich 4x Kohle. Jetzt muss ich gerade mal was testen. Eins, zwei, drei, vier. Wir könnten jetzt entweder sowas machen, so Stelzen. Oder der gesamte Weg über 4 Bänder laufen. Dann hätte ich 4 Teile. Oder ich baue hier einen kleinen Außenposten. Beziehungsweise einen kleinen, was heißt einen kleinen Außenposten? Ich baue hier 4 Kohlekraftwerke hin. Bleib stehen, ich will dich streicheln! Das ist jetzt hier die große Frage. Wir können ja mal gucken, wie das von den Foundations her passen würde. Oh, auf jeden Fall ziemlich starke Kohlekraft.
Typischer Mensch, erstmal hier die ganze Natur verunstalten. Also hier würden einfach auch genug hinpassen. Ich könnte sogar genug bauen. Eins, zwei, drei, vier Blöcke braucht er. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich den noch einen erweitere... Also der hat jetzt hier seinen Eingang. Das habe ich schon viel zu groß gebaut. Jetzt erweitern wir aber einen nochmal nach hier. Und machen einen Baum weg. So, passt. Kohlegenerator. Dann habe ich, dass der so drüber guckt. Na, ich würde sagen, dann machen wir die beiden noch einen nach hinten. So. Dann sind die hier gleich. Jetzt ist er zu teuer. Jetzt ist er nicht mehr zu teuer. Zack. Jetzt können wir den da nutzen. Erstmal hier die ganze, die Natur muss weichen. Da wo der Mensch hinkommt, muss die Natur weichen. Kennen wir doch. Und dann hätten wir jetzt viermal Kohlekraftwerk. Mein lieber Scholli. Ja, und da müssen wir halt nur gucken, wie wir den Stein da wegbekommen, ne? Die Wände können wir aber schon mal vorbereiten.
Ja, jetzt können wir eigentlich zurück. Wir machen mal hier mal ein bisschen Aufräumarbeiten noch. Kann ich den wegsägen? Naja, das wäre ja auch zu einfach. So, das heißt, ich muss jetzt aber genug mitnehmen. Oh, danke, sorry. Um hier, ja, wie soll ich sagen? Um genug Kabel bis nach Hause zu legen. Ich muss ja jetzt nur das Kabel zurücklegen. Okay, da ist noch einer, der schießt. Ich darf nicht so nah bei dem sein, sonst kann ich nicht ausweichen. Shit. Diese Lags. Kann ich denn irgendwas hier lassen? Zwei Kabel, ach komm. Wir lassen die hier und dann nehmen wir die Dämmerkappen mit. Hör auf zu laggen, hier in der Nähe der Höhle laggt's. Ja, kommen die zwei Kabel. Boah, hier ist echt ein bisschen laggy gerade. Gehen wir zurück und dann ist auch die Folge vorbei. Räumen wir mal alles ein, breiten das Inventar vor, um hier die Kohle hinzumachen. Ich sollte hier vielleicht ein Beacon setzen. Habe ich nicht dabei. Ja gut, dann müssen wir es über die Kohlefindung machen. Ja, da hinten, wo Schrauben sind, da war ja noch ein Schwefelteil. Wir rennen jetzt einfach mal straight zurück. Naja, den Aufzug kann man ja schon mal sehen. Vielleicht springen mir wieder irgendwelche Spinnen ins Gesicht. Nochmal ein Kalk.
Oh shit. Müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie einen Weg hochbauen. Können wir hier den dritten Kohle, das dritte Kohleteil abbauen? Außer wir splitten vielleicht. Ich meine, wenn die Kohlekraftwerke mehr Kohle bringen, als die Kohlegeneratoren wegmachen, dann können wir ja zwei nebeneinander bauen. Also Strom scheint noch zu laufen. Da kommen die Biomasse, nehmen wir mal mit. Die können wir hier lassen. Die auch. Mal sortieren. Turbodraht haben wir ja noch keinen. So. Stimmt, ach scheiße. Ich weiß, was da nicht stimmt. Hier war Holz. Wir müssen hier noch mal rein. Biomasse. Jetzt müssen wir Kabel holen. Das behalten wir mal im Inventar. Okay, dann holen wir mal Kabel. Und Zement. Großen Platten müssen wir nicht holen, wir müssen Kabel holen. Quadrat haben wir noch. So. Müsste reichen. So, denn wir haben hier gar keinen Strom gebaut. Wie kriege ich jetzt Strom hier rein? Das hätte ich mal vorher machen sollen. Der ist mit Strom verbunden? Jetzt muss ich mal gucken, was denn hier mit Strom verbunden ist. Ach so. Kann mir doch keiner erzählen, nicht genügend Freiraum.
Weil brauchen wir eigentlich gar nicht. So. Jetzt machen wir die Wände wieder. Dass man dafür die Wände abreißen musste. Ja, musste ich machen. Sonst hat er das nicht anerkannt. Hier habe ich irgendwie einen Fehler. Den brauche ich gar nicht. Ja, das hätten wir auf jeden Fall dann noch etwas größer doch bauen können. Gut, der produziert aber auch Unmengen hier mit diesen Panzern. Aber es funktioniert. Machen wir wieder zu. So, dann räumen wir mal auf. Wir haben relativ viel Strom. Wenn jetzt hinten die reingehen, wird es Zeit, dass die hier mal verbessert werden. Wenn jetzt hinten die Stromgeneratoren reingehen, können wir die hier ganz ausschalten. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!